Ich freue mich, hier sein zu dürfen beim Kongress Sicher durch die Krise. Vielen Dank auch an den Oliver Gerschitz für die Einladung. Und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause, fallen jetzt nicht ins 14-Uhr-Loch, aber dafür werde ich schon sorgen, dass Sie wach und fit bleiben, oder hoffe es zumindest. Und als ich eingeladen worden bin, das ist ja auch ein neues Terrain für mich irgendwo, habe ich erstmal die Suchmaschine nach dem Oliver Gerschitz befragt, und dann kommt man nach 2, 3 Klicks zu einem ganz interessanten Begriff, den haben Sie alle schon mal gehört, und zwar der des Verschwörungstheoretikers. Und dieses Wort löst mittlerweile in mir eine heftige Neugier aus, weil ich festgestellt habe, dass diese Leute doch oft sehr interessant, sehr geerdet sind und sich auch mit der eigenen Denke decken. Und ich verstehe auch nicht, warum dieser Begriff so negativ behaftet ist, weil eigentlich ist jeder Mensch daran interessiert, die Wahrheit zu finden in irgendeiner Form. Kurz zu mir, ich bin Überlebenstrainer. Jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, was macht ein Überlebenstrainer? Oder er hat es vielleicht schon mal gehört, kann es aber vielleicht nicht richtig einordnen. Kurz und knapp erklärt, ich zeige Leuten, wie man in der Natur überlebt, das heißt, wie man ein Feuer bohrt, wie man Wasser findet und aufbereitet und wie man Nahrung findet. Das klingt jetzt ganz banal und einfach, aber das Ganze ist mehr, es ist komplizierter, als Sie glauben. Denn es ist nicht damit getan, einfach mal so ein bisschen ein paar Hölzer aufeinander zu reiben und dann eine Flamme zu haben, sondern Überleben ist eine Kunst. Und wir alle sind ja Kinder der Zivilisation, und das Schlimme ist, wir beherrschen ein Smartphone, wir kennen sämtliche Automarken, aber wir sind nicht imstande, ein einfaches Feuer ohne Hilfsmittel zu entfachen. Kann kaum jemand von Ihnen. Ohne Hilfsmittel, damit meine ich, Sie finden sich irgendwo in der Natur wieder und müssen dann dort mit den vorhandenen Materialien, vielleicht bei Regen, bei Schnee, bei Nebel etc., vielleicht auch mit nassem oder feuchtem Holz ein Feuer entfachen. Haben wir verlernt. Und das ist das Perverse heute an der Zivilisation, sage ich mal, denn ein Feuer ist in unseren Breiten überlebenswichtig. Ohne das Feuer wären wir heute nicht hier und könnten auch hier nicht überleben. Jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, wann braucht man diese Überlebensskills? Ganz einfach, immer dann, wenn Sie fernab der Zivilisation unterwegs sind, dort verunglücken, das kann bei einer Reise sein, bei einer Alpenwanderung oder sonstiges, oder von der Zivilisation abgeschnitten werden, dann brauchen Sie die Basic Überlebensskills. Und es ist ganz wichtig, dass Sie hierbei immer ein gewisses Schema abarbeiten, weil wenn Sie diese Prioritäten, diese Basic Überlebensskills oder Überlebensfähigkeiten vertauschen, dann begeben Sie sich in höchste Lebensgefahr oder schädigen Ihre Gesundheit. Haben wir auch verlernt. Weil heute muss ja kaum noch jemand im normalen Leben überleben, gut, vielleicht den Arbeitstag, aber so richtig, wenn es ans Eingemachte geht, da haben wir zum Glück weniger mit zu tun. Diese Basic Überlebensskills, von denen ich gerade gesprochen habe, zeige ich Ihnen mal ein Bild dazu. So, hier haben wir ein Feuerbohrprozess, einen ganz einfachen. Also ich hole jetzt mal ein bisschen aus, dass Sie verstehen, was ich mache und was das Überleben bedeutet. Man hat einen Bogen mit einer Sehne, das kann ein Schnürsenkel sein oder irgendwelche Pflanzenmaterialien zu einer festen Schnur zusammengekordelt. Man hat einen Bohrer, das ist das braune Ding da, wo der Rauch rauskommt. Man hat ein Bohrbrett und man hat ein Druckstück. Und man sorgt eben dafür, indem man den Bogen hin und her bewegt, dass sich dieser Bohrer dreht. Und durch das Drehen und den Druck entsteht Reibungshitze, logisch, Physik. So, ein angenehmer Nebeneffekt ist dabei, wenn man die richtige Bohrholz- und Bohrerkombination hat, dann entsteht eine Menge Hitze und irgendwann hat man ein klimmendes Türmchen, ein Holzstaubtürmchen, was selbstständig klimmt. Und wenn man es bis dahin geschafft hat, dann hat man schon mal die halbe Miete bis zu einem Feuer. Hier haben wir dieses klimmende Türmchen, so sieht es aus, es ist eigentlich ein kleiner Haufen, der klimmt so 1 bis 10 Minuten, wenn man es gut macht. Und dieses Häufchen müssen Sie dann, wenn Sie es zum Klimmen gebracht haben, auf ein Büschel trockenes Gras bringen oder sonstiges, anblasen, und dann haben Sie eine offene Flamme.
Und diese offene Flamme übertragen sie dann auf ihr vorbereitetes Feuer. Sie sehen also hier schon, das ist ziemlich komplex. Wir kennen das ja nur mit Feuerzeug und Streichholz, aber wenn sie das mal in einer Notsituation machen müssen, dann stoßen sie an ihre Grenzen, weil die meisten Menschen bekommen so ein Feuer nicht hin. Sie brauchen drei Faktoren, um ein Feuer auf diese Art und Weise hinzubekommen. Und zwar ist das erste die richtige Holzkombination. Sie können nicht jedes Holz aufeinander bohren, weil da bekommen Sie maximal einen fetten Qualm, aber mehr auch nicht. Manche Hölzer erzeugen nicht genug Druck und nicht genug Hitze und das ist das Problem. Dann bohren Sie und bohren Sie, kriegen einen halben Herzinfarkt, sind außer Puste, aber Sie haben immer noch keine Flamme. Wenn Sie die richtigen Bohrhölzer haben, die aufeinander abgestimmt sind, dann bohren Sie ein bisschen und dann brauchen Sie Faktor 2, die richtige Technik. Ohne richtige Technik verkrampfen Sie und versterben, übertrieben gesagt daran, weil das ist ein richtiger Murks. Und dann brauchen Sie noch den dritten Faktor und das ist der Faktor, den wir alle brauchen, auch wir Profis, Sie brauchen noch eine Portion Glück. Jeder Survival-Experte, der ein bisschen ehrlich ist und kein Ego-Problem hat, wird Ihnen bestätigen, dass er bei 10 Bohrversuchen vielleicht auch einmal versemmelt, weil die gehörige Portion Glück fehlt. So ist es eben. Und wenn Sie diese drei Faktoren beherzigen, das ein bisschen üben, dann sind Sie vielleicht irgendwann jemand, der auch imstande ist, ein Feuer zu bohren. Gut. Das ist der Grasbüschel, auf den dieses Häufchen übertragen wird, der brennt dann und dann irgendwann hat man das fertige Resultat, das Feuer. Der zweite Faktor, mit dem Sie sich befassen müssen, ist Wasseraufbereitung. Das bildet auch einen Überlebenstrainer aus, denn die Niki Vogt hat es ja vorhin schon gesagt, Wasser ist überlebenswichtig. Der Mensch braucht am Tag im Ruhezustand, wenn er nichts arbeitet und nichts tut, 600 Milliliter Wasser, dass er kein Organversagen bekommt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der körperlichen Konstitution, wie viel man sich bewegt, wie alt man ist, wie groß man ist, wie klein man ist, etc. Aber so im Schnitt reichen 600 Milliliter Wasser, um ihren Körper überlebensfähig zu halten. Das Problem ist nur, wenn Sie das eine Woche machen, ist das alles andere als schön. Da kriegen Sie Halluzinationen, Sie haben stärkste Schmerzen, es ist ein absolut ätzender Zustand für Sie, gesundheitlich gesehen, und es ist auch nicht gesund, ganz klar, aber Sie überleben. Diese Faustregel, dass man 3 Tage ohne Wasser überleben kann, die muss man ein bisschen relativieren, weil es kommt immer darauf an, wo befinden Sie sich. In einer feuchten Umgebung, im Dschungel können Sie vielleicht auch ohne Wasser 5 Tage überleben. An einem heißen, in einer heißen Region, wo Sie vielleicht eine trockene Luft haben, können Sie vielleicht nur 1 Tag überleben. Also es ist eine ganz grobe Faustregel. Und es kommt immer auf Ihren Körper, auf Ihre Leistungsfähigkeit drauf an, wie viel Wasser Sie vielleicht vorher getrunken haben, bevor Sie in diese Notsituation geraten sind. Und das ist eben so das, was man wissen muss. Gut, hier sehen wir eine Wasseraufbereitung. Profimäßig, so macht es der Survival-Profi. Ich habe jetzt keine Hilfsmittel zur Verfügung. Ich lebe also wie ein Steinzeitmensch irgendwo, weil ich mich irgendwo in der Wildnis verlaufen habe. Dazu komme ich gleich noch, wie wahrscheinlich das ist und wie unwahrscheinlich vielleicht. Ich habe hier ein Blatt genommen, habe in die Erde ein Loch gegraben, ein großes Klettenblatt reingelegt und dort Schmutzwasser eingefüllt. Dieses Schmutzwasser ist ungenießbar, da gehe ich nachher auch noch intensiv drauf ein. Und wenn ich das trinken würde, würde ich schwer krank werden oder vielleicht sogar versterben. Um das Wasser trinkbar zu machen, genügt es, wenn man einen heißen Stein, den man vorher in ein Feuer legt, was man natürlich gebohrt hat, ohne Hilfsmittel, diesen Stein erhitzt und den heißen Stein dann mit einer Holzzange rausnimmt und in das Wasser reinlegt, in das Schmutzwasser. Dann passiert Folgendes, durch die Hitze des Steins wird das Wasser in diesem Blatt erhitzt. Und vergessen Sie den Blödsinn mit Wasser kochen, das ist ein totaler Mist. Sie müssen kein Wasser kochen, dass sämtliche Mikroorganismen da drin getötet werden, sondern Sie müssen es lediglich auf 70 Grad erhitzen oder sogar noch ein bisschen weniger. Wenn man auf Nummer sicher gehen will und wirklich das Wasser overkillen will, dann bringt man das kurz zur Kochgrenze, kocht es eine halbe Minute, aber Sie müssen niemals ein Wasser 4 Minuten kochen. Es ist faktisch falsch. Es genügt also, wenn Sie das heiß machen, bisschen warten, dann ist alles drin abgekillt und Sie können es trinken. So einfach ist es in der Theorie. Gut, dritter Faktor, der wichtig ist für uns zum Überleben, was ein Überlebenstrainer ausbildet oder was er zeigt, was man draußen essen kann. Da gibt es die Abteilung Insekten,
Ich bin Vegetarier, ich habe die früher viel gegessen, das muss man nicht, sie schmecken ganz gut, die Grillen, kann man roh verzehren, soll man aber nicht. Bei Insekten haben sie immer das Problem, die sind parasitenbehaftet. Und wenn man sich jetzt mal im Fernsehen diese besagte Sendung ansieht, wo diese Gehirnamputierten im Dschungel rumvegetieren, die Insekten roh essen, da frage ich mich ernsthaft, welcher Arzt begutachtet das? Weil jedes Insekt trägt Parasiten. Und wenn sie Schnecken oder Ameisen roh essen, dann können sie sich den großen Leberegel einfangen. Und wenn sie sich mal das Krankheitsbild des großen Leberegels anschauen, das ist alles andere als schön, weil der sich durch die Dünndarmwand bohrt und dann in die anderen Organe reingeht. Und das nur, weil ich mein Leckerli, was ich vorher zu mir nehmen wollte, nicht erhitzt habe. Insekten roh essen, ein Wurm oder so als Mutprobe, macht sicherlich in den meisten Fällen nichts, aber man muss immer damit rechnen, dass man sich vielleicht doch mit einem Parasit infizieren könnte. Und daher, auch in der Krise, wenn Sie mal, was wir natürlich nie hoffen, darauf zurückgreifen müssen, erhitzen Sie Insekten, immer. Kochen Sie die, rösten Sie die überm Feuer oder machen Sie auf irgendeine andere Art warm. Die schönere Variante ist die essbare Pflanzen. Jetzt habe ich hier einen Zapfen von einer Fichte. Da sieht man so einen Flügelsamen oben, kann man vielleicht noch erkennen, in der Mitte. Sieht aus wie so ein Ahornsamen. Wenn man den hochwirft, dann macht er so eine Propellerbewegung. Und dieser Samen, der ist sehr fetthaltig. Und beim Überleben brauchen sie ja immer Energie. Und wenn sich so ein paar Samen reinziehen, sage ich mal vorsichtig, dann haben sie ja pures Öl, haben also auch pure Energie. Fett ist ja ein Energielieferant und dann können sie überleben mit dem Zeug. Das ist aber ein ziemlicher Murks, da muss man auch sehr geskillt sein, aber es ist mal ein Beispiel für das, was ich draußen eben finde. Und Sie sehen, das ist jetzt schon ein bisschen komplexer, dieses normale Überlebensthema. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Sache. Was macht jetzt ein Konarek? Also ich bilde diese normalen Dinge aus. Können Sie bei mir lernen, wie man, wenn man jenseits der Wildnis ist und will wieder zurückkommen, wie man überlebt. Oder Sie können die interessantere Variante lernen, wenn wir in der Krise sind und Sie müssen vielleicht aus irgendwelchen Gründen Ihr Haus verlassen, wie Sie dann mit eigener Ausrüstung in der Wildnis überleben. Und entgegen der oft vertretenen Meinung, dass es keinen Sinn macht, in die Wälder Deutschlands zu verschwinden, da halte ich vehement dagegen. Das ist eventuell der sicherste Ort. Wenn wir irgendwelche Unruhen in Städten oder sonst wo hätten, dann sind sie dort besser aufgehoben, als wenn sie jetzt mitten in Bochum wohnen oder sonst wo, wo viele Leute sind, weil da kann das schnell umschlagen und gefährlich für sie werden. Es kommt aber immer auf das Szenario drauf an. Gut, ich habe mich jetzt auf das Überleben in Krisen- oder Katastrophenfällen spezialisiert. Ich bin der Erste in Deutschland, der das anbietet und da sich auch tiefer in die Materie eingearbeitet hat. Und zwar bin ich ein Spezialist für einen Inch-Fluchtrucksack. Vielleicht haben Sie das Wort schon mal gehört, das klingt ziemlich kriminell. In steht für I will never come home und bedeutet eigentlich, dass Sie mit einer Ausrüstung, die immer irgendwo bereitsteht, imstande sind, einen Zeitraum X in der Natur zu überleben. Vollkommen autark. Das bedeutet, Sie haben Ihre eigene Wasserversorgung dabei, Sie können überall Wasser generieren, aufbereiten. Sie haben Ihr ganz jahrestaugliches Zelt dabei, wo Sie selbst bei einem Schneesturm ohne Probleme eine sichere Behausung haben. Und Sie haben natürlich auch Ihre Nahrung dabei, mit der Sie Zeitraum X überleben können. Und das ist ein sehr kompliziertes Fachgebiet. Das ist verrückt, mit wie viel Materialwissen man sich da beschäftigen muss und wie viel Erfahrungswerte man da sammeln muss. Und ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren, stelle Fluchtrucksäcke, also diese großen, für die verschiedensten Personenkreise zusammen. Und ich bin auch immer wieder überrascht, was einen da Neues attackiert und einen nochmal komplett das Konzept überarbeiten lässt. Also es ist wirklich eine verrückte Materie. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Begriff der Prepper gehört, vom Prepper. Prepper hört man ja ziemlich häufig, ist auch leider negativ behaftet, was ich auch nicht verstehen kann. Prepper kommt aus dem Englischen oder leitet sich aus dem Englischen ab von to be prepared, also vorbereitet sein. Und das sind Leute, die sich, wie jetzt vorhin die Nikki Vogt gesagt hat, auf irgendwelche Krisenszenarien oder Katastrophenszenarien vorbereiten. Da gibt es ja viele Sachen, die man sich auswählen kann, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind, das muss jeder für sich entscheiden. Typische Krisenszenarien sind zum Beispiel ein Finanzcrash, das wäre der absolute Super-GAU für uns. Blackouts, also Stromausfälle, sind auch sehr wahrscheinlich. Dann sagen manche Leute, es kann sein, dass ein Sonnensturm kommt, wir können eine Pandemie bekommen oder wir haben vielleicht eine Bürgerkriegsgefahr. Also das muss jeder für sich entscheiden, aber dieses Szenario ist ziemlich breit gefächert. Und wenn Sie da über einen richtigen Rucksack verfügen, für den Fall, immer für den Fall, dass Sie Ihr Haus verlassen müssen, dann sind Sie natürlich gut vorbereitet.
Jetzt gibt es da verschiedene Strömungen. Die Strömung 1, das ist die wichtigste, das sollte eigentlich jeder, der sich ernsthaft mit Krisenvorsorge befasst, beherzigen. Das ist das, was die Niki Vogt vorhin gesagt hat. Sie sollten eine häusliche Krisenvorsorge betreiben. Das heißt, sie schaffen sich Vorräte an, sie lagern Medikamente ein, sie lagern Wasser ein und dann haben sie schon mal den ersten Baustein für Eventualitäten gesetzt, und zwar in der besten Umgebung, die sie sich vorstellen können, in ihrem Zuhause. Sie haben eine vertraute Umgebung, sie kennen die Nachbarn, sie wissen, wer um sie herum wie tickt in etwa. Manchmal täuscht man sich auch, aber in den meisten Fällen weiß man, wie der Hase läuft. Sie haben ein Dach über dem Kopf, das haben sie draußen fast nie, und sie haben ideale Lebensbedingungen. Auf Deutsch gesagt bedeutet es nichts anderes, als wenn wir jetzt eine Krise oder eine Katastrophe hier hätten, bleiben sie, wenn es die Situation zulässt, so lange wie möglich zu Hause. Es sei denn, es kündigt sich eine Bedrohung an und sie müssen rechtzeitig reagieren. Aber in ihren eigenen vier Wänden haben sie die besten Überlebenschancen. Sie sind vor der Witterung geschützt, sie sind vielleicht vor der Kälte geschützt, sie können heizen, sie haben ihre Familie um sich herum und sie haben die idealen Ressourcen. Es gibt nichts Besseres. Zweite Stufe ist die, das sind die Bug-Out-Bag-Leute, Bob auch genannt. Bug-Out-Bag bedeutet, sie befassen sich mit einem Rucksack, wenn sie die häusliche Krisenvorsorge hinter sich haben, einen Rucksack, der ihnen ermöglicht, 72 Stunden zu überleben und der immer irgendwo griffbereit steht. Griffbereit bedeutet nicht auf dem Dachboden, hinter irgendwelchem Gerümpel oder im Keller, wo ich ihn nicht finde, sondern irgendwo an der Haustür oder er liegt im Auto bereit. Dieser Rucksack erlaubt ihnen, mit dem jeweiligen Inhalt bis zu 72 Stunden autark zu sein. Da ist ein kleiner Wasserfilter drin, vielleicht ein bisschen Notnahrung, eine Plane oder sonstiges. Und dann können sie, wenn sie jetzt mal aufgrund irgendeines Ereignisses schnell ihr Haus verlassen müssten, 72 Stunden so überleben. Und nachher, wenn die Gefahr vorüber ist, können sie nochmal zurückkehren und alles ist gut. Dritte Stufe ist das, was ich mache, Inch. Sie wissen, okay, es ist so heikel geworden, dass Sie vielleicht gar nicht mehr zu Hause bleiben könnten. Sie haben irgendwelche Szenarien, die Sie und Ihre Familie bedrohen. Da müssen Sie raus aus Ihrem Haus. Und vielleicht müssen Sie auch in ein anderes Land. Jetzt glauben Sie aber nicht, dass im Falle einer Krise oder Katastrophe die Infrastruktur funktioniert. Also ich glaube, das ist ein Wunschdenken. Und ich denke, es ist dann auch nicht möglich, irgendwie über die Autobahn oder irgendeine Bundesstraße irgendwo hinzukommen, weil das alles verstopft sein wird. Das heißt, sie nutzen ihr bestes Mobilitätsmittel, ihre Füße, und bewegen sich dann von A nach B. So viel dazu. Kommen wir nochmal zum Prepper. Ich sagte ja vorhin, der Prepper ist ein Mensch, der sich auf Krisen- oder Katastrophenfälle vorbereitet. Und dieser Begriff ist auch negativ behaftet. Wenn man aber jetzt mal ein bisschen nachdenkt und die Sache objektiv betrachtet, dann stellt man fest, Oma und Opa waren vielleicht auch Prepper, weil die haben ja nichts anderes getan, als Vorräte einzulagern. Und wenn sie mit Arbeitskollegen sprechen und erzählen denen, dass sie sich vielleicht 5 Kilo Trockennahrung gekauft haben für ihren Keller, da werden sie ja häufig belächelt und schief angesehen und als Spinner dargestellt, aber letztendlich hat Oma und Opa ja nichts anderes gemacht. Die haben für jeden Winter Kartoffeln eingelagert und das macht vielleicht noch der ein oder andere von ihnen, Äpfel, Einmachgläser etc. Die hatten bloß nicht so viele Hilfsmittel wie heute und so viele technische Möglichkeiten. Ja. Und heute kann sich ja jeder für relativ wenig Geld eine Heizmöglichkeit besorgen, das hatten die Leute früher gar nicht, haben trotzdem überlebt. Also, das heißt, Oma und Opa waren eigentlich auch Prepper. Bloß die waren nicht so verrückt, dass sie 50.000 Schuss Munition im Keller liegen haben oder 500 Liter Wasser gebunkert. Die hatten halt alle noch Brunnen, das haben wir ja heute nicht mehr. Aber vom Gedanken her waren die ziemlich weit. Und jedes Jahr haben wir eine Krise, und zwar ist es der Winter. Der Winter ist der Killer. Bilden Sie sich nicht ein, dass Sie einen Winter in einer unbeheizten Wohnung einfach so überstehen. Das halte ich für ein Gerücht. Weil, ich muss jetzt leider ein komisches Wort verwenden, wir sind ja alle heute irgendwo Muschis. Ja? Wir haben das Problem, wir sind ja schon ziemlich verweichlicht, auch ich, weil wir alle Kinder der Zivilisation sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssen da von November bis März irgendwo in einem kalten Gemäuer rumhausen. Ohne Heizmöglichkeit. Glauben Sie mir, ich kenne das aus der Praxis, das geht in die Hose. Sie werden krank. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch da vorsorgt. Haben wir Fragen bis jetzt? Gut. Überleben im Winter ist eine Kunst für jeden, auch für den Profi. Und es gibt, glaube ich, keinen Berufskollegen, auch wenn er noch so gut ist, der einen Winter so überleben kann.
Fakt. Egal, wie toll er ist, wie schön er ist, spielt gar keine Rolle, weil nicht umsonst haben unsere Vorfahren Nüsse, Samen oder sonstige Sachen eingelagert. Als Vegetarier habe ich ein Problem. Da komme ich natürlich irgendwann an meine Grenzen, weil ich muss ja immer schwerpunktmäßig auf Wurzeln, Nüsse und Samen gehen. Im Winter gibt es ja selten Grünzeug oder Grünpflanzen, es sind ja nur ein paar, die grün bleiben. Also muss ich versuchen, so viel wie möglich zu graben und aus der Erde zu generieren. Das wird aber nicht reichen. Das heißt, ich muss meinen Vegetarier abschalten und muss auch auf Fleischnahrung zurückgreifen. Punkt. Ob das jetzt Insekten sind oder irgendwelche Jagdsachen sind, ich glaube nicht, dass man vegetarisch so überleben könnte. Es sei denn, man hat die Idealsvoraussetzung, dass man vielleicht ein bisschen vorgebunkert hat oder so. Ansonsten geht es meines Wissens nach in die Hose. Dann haben Sie einen riesen Nachteil, leider. Ja, Sie müssen sich natürlich dann intensiver Gedanken machen, Sie müssen sich noch besser vorbereiten und schauen, dass Sie im Rahmen Ihrer Mobilität das Maximum herausziehen können. Das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Alles andere wäre gelogen und schön gemalt. Was viele Menschen nicht wissen, sie haben drei Überlebensprioritäten. Die Niki Vogt hat es vorhin aufgezeigt, aber man muss mal drüber sprechen, dass man das versteht. Ich meine, jeder weiß, dass es warm sein muss. Logisch. Aber wussten Sie, dass wir in Deutschland eine durchschnittliche Jahrestemperatur von ca. 8,4 Grad Celsius haben draußen? Das bedeutet für Sie, drei Viertel des Jahres ist überlebensfeindlich. Bei 8,4 Grad können Sie nicht überleben ohne gescheite Spezialbekleidung, ohne einen Spezialschlafsack oder ohne Wärme. Auch nicht zu Hause. 8,4 Grad ist ätzend. Wie viel Grad haben Sie zu Hause? Pi mal Daumen. Ja genau, jeder von uns hat so 20 bis, gut, die Frauen haben vielleicht 26 und dann ist immer noch kalt, gell? Ja, manche Männer auch. So, Sie sehen, 20 Grad und 8,4 Grad ist ein Unterschied. Es gibt nur zwei Monate im Jahr, wo Sie mit einer leichten Bekleidung überleben könnten. Und das ist der Juli und der August. Und selbst im Juli und im August kann die Temperatur so stark crashen oder so ungünstig für Sie sein, dass Sie schwer unterkühlen und dann vielleicht sogar versterben. Das ist so. Verrückt, gell? Bei 15 Grad plus, was ja eigentlich keine Kälte in dem Sinne ist, nasser Bekleidung, ein bisschen Wind, wird der Körper so stark ausgekühlt, dass Sie in eine Unterkühlung fallen. Und dann haben Sie ein Problem, weil die Unterkühlung ist ziemlich ätzend. Die hat drei verschiedene Stadien. Fängt erstmal an, Sie frieren, Sie bibbern, Zähne klappern, Lippen werden blau. Kennen Sie vielleicht noch aus Ihrer Kindheit, hatte jeder schon von uns, ist auch nicht so tragisch, wenn man aus dem Freibad, aus dem Wasser kommt, dann bibbert man ja häufig. Erstes Unterkühlungsstadium und wenn ich draußen bin und muss überleben, muss ich aus diesem Stadium sofort rauskommen. Denn sonst passiert was Grausames, Sie kommen ins zweite Unterkühlungsstadium. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt befinden Sie sich in allergrößter Lebensgefahr. Was heißt das? Ganz einfach, bei jedem und wirklich bei jedem von Ihnen, egal ob er akademisch oder nicht, dick, dünn, klein, groß, Mann, Frau, spielt gar keine Rolle. Bei jedem von Ihnen setzt die Kälteidiotie ein. Kälteidiotie bedeutet, Ihr Verstand trifft keine vernünftigen Entscheidungen mehr. Alles, was Sie machen, ist kontraproduktiv für Ihren Wärmeprozess. Sie ziehen sich aus. Sie ziehen sich komplett nackt aus. Das ist kein Hokuspokus, was ich Ihnen erzähle. Das kommt aus der Kriminalistik, da nennt man das paradoxes Entkleiden. Man findet ganz häufig in den Wäldern alte Menschen nackt, unterkühlt, tot natürlich, leider, die aus irgendwelchen Altenheimen ausgebüxt sind oder die vielleicht irgendwo Orientierung verloren haben. Und die ziehen sich erst in vielen Fällen unten aus und oben komplett, weil das Hirn sagt, oh Mann, mir ist so schön warm. Und die können das nicht mehr regulieren. Können sie auch nicht. Die Kälteidiotie sorgt dafür, dass der Verstand komplett aussetzt und sie sich entkleiden. Und Sie können sich vorstellen, ohne Bekleidung wärmt sie ja nichts mehr. Das heißt, sie kommen automatisch in einen tieferen Temperaturbereich. Ihre Körperkerntemperatur sinkt noch weiter ab. Und dann haben wir Problemchen Nummer drei. Dritte Stufe der Unterkühlung, ganz ätzend. Ihr Bewusstsein schaltet ab. Das ist jetzt erstmal im ersten Moment geil, gell, weil ich friere nicht mehr, muss mir keine Gedanken mehr machen, wie ich warm werde. Aber wenn Sie alleine sind, haben Sie ein Riesenproblem. Sie sind in größter Lebensgefahr, weil es ist niemand da, der Hilfe holt, Sie aufwärmt etc.
Die Körperfunktionen, die inneren, die bleiben erhalten, nur das Bewusstsein schaltet aus. Zum Überleben braucht man ja kein Bewusstsein. Und der Körper arbeitet weiter, der hält noch eine Weile durch und dann irgendwann kommen sie in den Temperaturbereich, da verlassen sie diesen Planeten, und zwar für immer. Und so tückisch ist eine Unterkühlung. Und bereits bei 15 Grad plus, Klamotten nass, ein bisschen viel Wind, komme ich in diese lebensbedrohliche Spirale rein. Punkt. Gut. Das zweite Krankheitsbild, mit dem sie zu tun haben dann, wenn sie keine richtige Bekleidung besitzen oder keinen richtigen Schlafsack etc., sind eventuell Erfrierungen. Erfrierungen treten fast immer in Kombination mit einer Unterkühlung auf, aber wenn Sie jetzt vielleicht mal an extrem kalten Tagen Ihre Handschuhe verlieren oder gar keine Handschuhe haben, und das kennen Sie vielleicht morgens vom Eiskratzen am Auto, wenn Sie Ihr Auto draußen parken im Winter, dann werden die Finger taub und irgendwann spüren Sie nichts mehr. Sie fühlen keine Oberfläche mehr mit Ihren Fingern oder Sie spüren nichts mehr in Ihren Zehen. Finger, Zehen, Nase, Ohren sind ja so typische Extremitäten, die schnell erfrieren. Dann haben Sie bereits das erste Stadium der Erfrierung. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn ich das sofort wieder aufwärme, aber wenn Sie dann weiter draußen rumgammeln oder keine Möglichkeit haben, sich nochmal warm zu machen, kommen Sie wieder automatisch ins zweite Erfrierungsstadium. Und da wird es nicht mehr lustig. Sie bekommen dann im Gewebe dicke, fette Blasen, die sich mit Gewebsflüssigkeit, also mit Wasser füllen, und das sieht aus wie Brandblasen. Also wie wenn Sie eine Brandblase haben. Entweder sind die klar oder sie sind blutig. Wenn sie blutig sind, ist schlecht. Wenn sie noch klare Flüssigkeit drin ist, dann ist es noch halbwegs reparabel. Sollten Sie dringend ein Krankenhaus aufsuchen. Jetzt haben wir aber in der Krise vielleicht keine Krankenhäuser mehr, weil die Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Haben Sie also ein Riesenproblem. Da muss ich schon extreme Kenntnisse haben in Erster Hilfe und Medizin, um das nochmal rückgängig zu machen. Kann man lernen, aber ist schwierig, muss man viele Zusammenhänge kennen. Also man muss eigentlich in die Klinik, wenn man es ganz richtig betrachtet. Und wenn ich hier nichts mache und lasse diese Blasen weiter wachsen, dann verändern sich diese Blasen in einen ziemlich schlimmen Zustand, und zwar in den, dass ich Nekrose bekomme. Nekrose bedeutet, meine Hände, meine Finger werden schwarz, das Gewebe stirbt ab und dann haben sie verloren. Warum haben sie verloren? Ganz einfach, weil diese Finger und Körperteile, die sich schwarz färben, amputiert werden müssen. Die muss man abschneiden. Wenn Sie das nicht machen, haben Sie ein Problem, dann vergiftet durch diesen Verwesungsprozess und durch das Absterben dieses ganze Zeug Ihren Organismus und Sie versterben. So einfach ist es. Also nochmal, vermeiden Sie Erfrierungen. Mit Erfrierungen ist nicht zu spaßen. Und wenn Sie jetzt mal in der Freizeit jetzt mal kurz von diesem Kongress losgelöst, mit ihrer Frau oder mit ihrer Familie in den Alpen unterwegs sind und werden dort von einer Schlechtwetterlage überrascht und die Temperatur krächt binnen Minuten in einen lebensbedrohlichen Bereich für sie und sie müssen eine Zeit da oben verharren. Wenn sie dann feststellen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin wirres Zeug erzählt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie sich in einer Kälteidiotie befindet. Und dann ist die auf absolute Hilfe durch sie angewiesen, weil die nicht alleine überleben kann. Und diese Person gefährdet auch sie zusätzlich, weil diese Person ist nicht mehr trittfest, mit der können sie keinen Abstieg mehr machen, weil die das gar nicht mehr checkt, wo sie hintritt. Die kann das Risiko gar nicht mehr einsortieren. Und wenn die irgendwo abrutscht, hält die sich vielleicht noch an ihnen fest und zieht sich mit ihnen runter und fällt. Ja, also wirklich gefährlich. Und dann müssen sie eben alles geben, um diese Person wieder geistig auf den Höchststand zu bringen und die aus der Kälteidiotie rauszubekommen. Die muss gewärmt werden. Aber auch da muss man vorsichtig sein, will ich auch jetzt gar nicht so tief einsteigen. Da muss man ein paar Sachen beachten, sonst geht es in die Hose. Weil wenn man jemand, der stark unterkühlt ist, zu schnell erwärmt, dann kollabiert der und dann war es das auch wieder. Aber nur mal, dass Sie das schon mal gehört haben. Sie sehen also, der Kälte zu widerstehen ist ziemlich komplex. Jetzt kommen wir auf die Frage nochmal von Ihnen zurück. Was für einen Schlafsack braucht man oder empfiehlt es sich überhaupt, einen Schlafsack zu Hause zu haben? Natürlich empfiehlt sich das, einen guten Schlafsack zu Hause zu haben. Es genügen aber auch vernünftige Decken. Und das beste Isoliermaterial, das steht außer Frage, ist immer noch die Daune. Bei der Daune haben Sie halt den Nachteil, wenn die Daune irgendwann aus irgendwelchen Gründen nass oder feucht werden sollte, die müssen Sie halt immer wieder auslüften, verklumpt die und büßt
je nachdem, wie stark die nass oder feucht geworden ist, an ihrer Wärmeleistung ein. Ansonsten bietet Daune das hervorragende Wärmeisolationsvermögen. Sie ist relativ geruchsneutral, sie ist sehr angenehm, also was den Schlafkomfort betrifft, und macht natürlich immer Sinn. Also wenn Sie sich zu Hause Decken lagern, ist es natürlich immer klug. Wer klüger ist, nimmt sich einen Schlafsack, den er eventuell auch mit rausnehmen kann, weil Decken eignen sich zum Überleben draußen nur bedingt. Natürlich ist mir auch klar, dass früher die Flüchtlinge nach den Weltkriegen keine Schlafsäcke wie wir heute hatten mit High-End-Faser. Die haben trotzdem überlebt, aber glauben Sie mir, die waren noch einen Tick zäher als wir heute. Ja, ist einfach so. Deswegen legen Sie sich lieber einen hochwertigen Schlafsack zu, den können Sie auch in Ihrer Wohnung nutzen, und wenn Sie Ihre Wohnung verlassen müssen, haben Sie eben da auch das Richtige für draußen. Jetzt muss man aber da in die Tasche greifen, da ist es nicht mit 150 Euro getan oder irgendein Schnäppchen von irgendeinem Outdoor-Anbieter, müssen Sie schon ein bisschen mehr investieren. 300 Euro aufwärts ist leider so, bekommen Sie einen günstigen Daunenschlafsack, der auch halbwegs was taugt, und achten Sie darauf, dass der ganzjahrestauglich ist. Auf die Temperaturbereiche, die die Hersteller angeben, kann man sich auch nicht immer verlassen. Das ist das große Problem. Die werden ja nach so einer EN-Norm klassifiziert, ob die jetzt bis zu dem und dem Temperaturbereich halten oder vielleicht doch nur in wärmeren Regionen einsetzbar sind. Das hängt doch immer wieder von Ihrem individuellen Körpergefühl und von Ihrem Stoffwechsel ab. Wenn Sie älter sind, sollten Sie zur Sicherheit beim Schlafsackkauf immer ein paar Grad draufpacken, weil Ihr Stoffwechsel ist nicht mehr so dolle wie bei einem 20-Jährigen. Ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige, die liegt im Schlafsack bei minus 20 Grad und schwitzt. Und wenn Sie das machen mit dem gleichen Schlafsackmodell, kann es sein, wenn Sie älter sind, dass Sie frösteln. Je älter Sie werden, desto mehr Grad müssen Sie draufpacken. Wenn Sie keine Daune möchten, das vielleicht nicht vertragen oder generell ablehnen, haben Sie die Möglichkeit, einen Kunstfaserschlafsack zu kaufen. Da kriegen Sie heute super Materialien, die auch schnell abtrocknen, schneller als die Daune. Und da sind Sie mit 150 Euro dabei, da haben Sie einen Schlafsack, der Sie bis minus 20 Grad schützt. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, wenn Sie ein bisschen googeln oder eine andere Suchmaschine benutzen, dann kommen Sie da schnell drauf. Gibt also ganz, ganz tolle Sachen. Für wenig Geld. Gut, Frage geklärt? Bitte? Ja. Ja, muss man vorsichtig sein. Haben Sie grundsätzlich recht. Ich sage jetzt mal was Böses. Bitte nicht falsch verstehen. Die deutsche Armee beschafft Ausrüstung für ihre Soldaten. Und viele dieser Sachen ersetzen im Frieden den Feind. Ja. Es ist tatsächlich so. Nicht alles, was Sie von... Danke. Nicht alles, was Sie dort erhalten, ist brauchbar. Ich gebe Ihnen recht, es gibt von anderen Armeen tolle Ausrüstungsgegenstände, auch die Bundeswehr hat das eine oder andere Brauchbare, aber verlassen Sie sich nicht immer auf Militärqualität. Das ist heute kein Gütesiegel mehr. Gehen Sie auch nicht irgendwo oder kaufen Sie nicht unbedingt online ein, sondern lassen Sie sich in einem Fachgeschäft beraten. Und wir haben ja heute viele gute Outdoor-Läden, wo die Leute auch mehr oder weniger Ahnung haben. Lassen Sie sich von einem Profi beraten. Fragen Sie den Verkäufer, Junge, hast du schon mal draußen geschlafen? Ja. Weil Sie haben oft jemanden, der verkauft Ihnen was, aber hat gar keine Ahnung von dem Material. Und man kann ja keine 20 Schlafsäcke testen, wenn man 20 Schlafsäcke da hängen hat. Also ich glaube, das macht keiner. Nur die wenigsten, und daher brauchen Sie Erfahrungswerte, die eben aus der Praxis sind und nicht aus irgendeinem Prospekt. Es gibt einen Hersteller in Österreich, der macht Militärschlafsäcke, der fängt mit C an, und erstaunlicherweise, das spricht auch Bände hier für den Kongress, kann der das gewisse Schlafsackmodell bis Juli diesen Jahres nicht mehr liefern, ist komplett ausverkauft. Ja. So besorgt sind die Leute, sage ich mal vorsichtig. Gut. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich ist, wenn ich jetzt hier den Namen ausspreche, aber ja. Sie können mich ja nachher privat fragen. Gut. Also Sie sehen, wenn man sich mit Wärme befasst, ist es schon ziemlich komplex. Das ist ein ziemlich ausgedehnter Bereich. Und da muss man sich auskennen. Und es ist nicht nur mit einem richtigen Schlafsack getan, sondern wenn Sie draußen unterwegs sind, brauchen Sie auch richtige Bekleidung. Und der Outdoor-Markt, der möchte ja, dass Sie konsumieren und viel Geld ausgeben und tolle Sachen anhaben, aber
sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung, das meiste ist nicht unbedingt so brauchbar, wie es scheint. Hier sieht man so einen Fluchtrucksack, so einen Inch-Rucksack, da habe ich alles drin, um draußen Zeitraum X zu überleben. Aber nur nochmal, dass Sie verstehen, was ich mache und dass Sie auch mal ein bisschen verstehen, warum ich diesen Background habe. Vorletztes Jahr mit meinem Freund und Berufskollegen John, also jetzt Männerfreundschaft, also nicht das, was Sie vielleicht denken, bin verheiratet, habe ich eine Gebirgsexpedition gemacht, weil wir testen Ausrüstung ganz kritisch. Wir kaufen uns alle Ausrüstung selbst, wir sind weitgehend herstellerneutral und deswegen kann ich mir solche Urteile erlauben, weil ich muss für den Scheiß genauso viel Geld ausgeben für Sie. Und wenn die Sache nichts taugt und ich kaufe mir einen Schlafsack für 300 Euro und stelle fest, der ist kacke, auf Deutsch gesagt, dann leide ich genauso wie Sie. Meine 300 Euro, die hätte ich besser in den Rhein geworfen, dann hätte ich es noch blubbern gehört und die Sachen sind einfach weg. Und ich leide dann genauso wie Sie, weil ich vielleicht friere, das Geld weg ist, etc. Und deswegen bin ich ziemlich kritisch. Die Sachen sind bei mir ein Jahr im Dauertest. Hier zum Beispiel Hochgebirgsexpedition auf 2400 Meter. Da waren es minus 25 Grad ohne Wind. Wenn der Windchill dazukommt, hat man ja mal schnell mal 40, minus 50. Und da habe ich einen speziellen Kälteschutzanzug an von der US Army. Habe ich getestet, weil ich wissen wollte, ist es gut, ist es brauchbar. Und das Ding hat sich als super brauchbar herausgestellt. Und Sie kriegen das in dieser Kombination für so wenig Geld, wie Sie bei keinem deutschen Hersteller so eine Ausrüstung kriegen würden. Gut. Ich bin nicht hier hingekommen, um jetzt für mich oder für sonstige Sachen zu werben, aber ich habe ein Buch dazu geschrieben, da steht das eigentlich alles so drin, was ich gerade erzähle. Sie können auch auf meinem YouTube-Kanal, Save Your Life, können Sie auch das ganze Wissen, was ich Ihnen jetzt wiedergebe, nochmal nachhören in einer gewissen Form. Da kommt doch die ein oder andere versteckte Produktempfehlung mal zum Vorschein und ich hoffe, das klärt dann Ihre Neugier. Gut, also Sie sehen, ich bin da ziemlich kritisch, ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, ich habe schon verschiedene Experimente gemacht, früher habe ich viel mit den Medien gearbeitet, ich bin mal 10 Tage ohne Rucksack, ohne Zelt, ohne Feuer im Winter durch Schwabens Wälder geeiert mit Pro7 zusammen, habe in 10 Tagen 9 Kilo abgenommen, hatte Kälteidiotie, hatte schwerste Erfrierungen, habe voll am Rad gedreht, dachte mehrfach, ich würde sterben. Es wurde auch verfilmt, das Ganze. Und ich glaube schon, dass ich mir ein Urteil darüber erlauben kann, wie Kälte funktioniert. Und ich habe mir eins geschworen, ich will nie wieder frieren. Also weiß ich das ja, meine Teilnehmer wollen ja auch nicht frieren und sie wollen auch nicht frieren. Deswegen teste ich das Zeug auf Herz und Nieren. Und erst, wenn ein Konarek glücklich befriedigt in der Wärme draußen liegt, dann ist das Zeug brauchbar. Weil ich bin auch jemand, der schnell fröstelt. Gut, hier sehen Sie doch mal die arktischen Bedingungen da oben, übertrieben gesagt, war ziemlich kalt, ziemlich krass und ich habe trotz jahrelanger Erfahrung eine Menge über meinen Rucksack erfahren, einige Ausrüstungsgegenstände sind auch rausgeflogen, weil die das Gebirge nicht überlebt haben und dafür habe ich neue genommen, die jetzt gebirgskompatibel sind, das heißt, das, was ich empfehle, ist ganz jahrestauglich und können Sie immer verwenden und für den härtesten Einsatz, bitte. Ja, da haben wir schon das Problem. Danke für diese gute Frage. Also, machen wir uns keine Illusionen. Bitte hören Sie erst zu, bevor Sie jetzt vom Stuhl fallen, was ich sage, weil es klärt sich im Nachhinein auf. Wenn Sie extrem männlich sind, sind Sie imstande, so einen Rucksack zu tragen. Aber dafür müssen Sie trainieren. So ein Rucksack wiegt ungefähr 40 bis 45 Kilogramm. Stopp. In der Krise, wenn Sie alleine unterwegs sind, ist es natürlich krass. Und nur die wenigsten Menschen, und das ist mir auch bewusst, sind imstande, so einen Rucksack zu transportieren. Aber Sie können sich ja vielleicht einen Bollerwagen bauen. Oder Sie greifen auf eine andere Transportlösung zurück, dass Sie so einen Rucksack haben, machen die leichten Sachen da rein. Und in dem Wägelchen, was Sie nachziehen, können Sie zum Beispiel die schweren Sachen reinmachen. Und dann kann auch eine zierliche Frau eine große Distanz überwinden, weil die das Gewicht hinterherzieht. Und wir wissen ja alle, rollen ist besser als tragen. Das bedeutet, ich habe das Gewicht verteilt und schon haben wir wieder eine ganz andere Liga. Muss man relativieren. Wenn ich jetzt der super coole, geile Typ bin, ziehe ich natürlich extrem männlich mit 45 Kilo auf dem Rücken in die Wälder und überlebe da. Wenn ich es nicht packe, dann muss ich eben auf eine Transportlösung zurückgreifen. Und denken Sie immer dran, wenn Sie mit der Familie unterwegs sind, brauchen Sie ja manche Ausrüstungsgegenstände nur einmal. Sie brauchen nur ein Zelt, Sie brauchen nur einen Wasserfilter
Und sie brauchen nur einen Kocher, sie brauchen nur ein Kochgeschirr. Das ist ja alles Gewicht, was sie sparen. Und das muss man eben sinnvoll verteilen. Und wenn man Hund oder Kinder dabei hätte, im Fluchtfalle, was wir nie hoffen, muss man das Gewicht auch auf die Kinder übertragen. Und Kinder müssen fit sein für die Krise, müssen sportlich schon ein bisschen was ableisten können. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, sie sollen ihre Kleinen nicht striezen, aber sollen natürlich auch mal eine 2-Stunden-Wanderung überstehen können, ab einem gewissen Alter. Ganz klar. Okay, Fragen zur Kälte. Bitte? Nee. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Wasser. Entschuldigung, Kälte noch. Ganz kurz habe ich vergessen. Es gibt einen kleinen Trick. Wenn Sie irgendwo ein paar Stunden überleben müssen, können Sie eine Kälteschutzhaltung einnehmen, wenn Sie am Frieren sind. Das sieht jetzt ziemlich banal aus, ist aber eigentlich ein bisschen komplexer, als es aussieht. Man sieht meine Ader am Kopf da an der Stirn rausgucken. Warum? Was mache ich da? Ich presse. Ich presse alle Muskeln, die ich am Körper habe, zusammen, vom Kaumuskel über den Oberschenkelmuskel bis zum kleinen Zeh. Und mache das in Intervallen. Das heißt, ich nehme diese Kälteschutzhaltung ein, ich mache die Beine aneinander, dann wärmen sich die Oberschenkel gegenseitig. Ich verschränke die Arme und mache die Hände in die Achselhöhlen, dass ich keine Erfrierung bekomme. Meine Unterarme wärmen den Torso. Dann mache ich mich so klein wie ein Embryo, hocke mich irgendwo dagegen und dann spanne ich alle halbe Minute ungefähr als grober Anhaltswert alle Muskeln kurz an für 10 Sekunden und dann erzeugt der Körper Wärme. Und dann kann ich die Unterkühlung deutlich herauszögern. Aber bilden Sie sich bitte nicht ein, wenn Sie den Mount Everest besteigen, dass Sie da bei minus 40 Grad 3 Stunden länger leben. Das ist Quatsch. Aber wenn ich um die 0 Grad herum da diese Kälteschutzhaltung einnehme, weil meine Kleidung nicht funktioniert oder weil ich in einer sonstigen Notsituation bin, können Sie schon deutlich die Unterkühlung nach hinten verschieben. Und das ist wichtig. Das ist elementares Wissen. Haben Sie das in der Schule gelernt? Sehen Sie? Da haben wir das Problem schon. Gell? Alles, was unwichtig ist, lernen wir. Aber die wichtigen Dinge, eigentlich, wo es ums Überleben geht, und wir wollen ja alle am Leben bleiben, die bekommen wir nicht mitgeteilt. Bitte? Natürlich ist Bewegung besser. Wenn Sie 20 Hampelmänner machen oder 50 Liegestütze, dann ist es toll. Gar keine Frage, es ist fachlich richtig. Aber Sie müssen vielleicht Kalorien sparen. Vielleicht sind Sie auch gar nicht mal imstande, aufgrund einer Verletzung oder der körperlichen Erschöpfung, da wild rumzuhampeln. Und Sie müssen ja irgendwann auch mal schlafen. In dieser Haltung können Sie zwar nicht schlafen, aber Sie können mal 20 Minuten Nickerschen machen. Und wenn es dann zu hart wird, dann legen Sie sich hin, weil Sie können diese Haltung auch im Liegen durchführen. Wenn Sie da eine Unterlage auf dem Boden schaffen, dann sind Sie imstande, dort auch vielleicht sogar eine Nacht zu überleben, je nachdem. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie von der Kälte einschlummern und nie wieder wach werden. Das ist auch so ein Mythos. Ich verstehe nicht, wie der sich auf diesem Planeten so hartnäckig hält. Sie werden immer wieder wach, weil Sie so ekelhaft frieren. Aber dann müssen Sie auch reagieren, weil irgendwann werden Sie nimmer wach. Das ist schon richtig. Aber Sie werden immer, wenn Sie das erste, zweite Mal einschlafen und Sie sind so stark unterkühlt, immer noch mal wach, sodass Sie sich noch mal warm machen können. Das erfordert natürlich viel Disziplin, viel Energie, mentale Energie, aber Sie müssen es ja tun, um eben zu überleben. Möglichkeit Deluxe, ganz einfach, aber dennoch genial. Wenn Ihre Kleidung nicht ausreicht und Sie genügend gegen Kälte isoliert, dann werten Sie einfach Ihre Kleidung auf. Das neue Wort dafür ist Pimpen. Pimpen Sie Ihre Kleidung auf, stecken Sie alles rein, was Sie draußen in der Natur finden, was flexibel ist. Und genial dafür sind zum Beispiel trockene Blätter. Stecken Sie Ihr Hemd in die Hose oder Ihre Jacke und dann von oben rein und irgendwann kriegen Sie dann ein richtiges Körpervolumen. Sie sehen dann aus wie so ein Marshmallow-Menschen. Und dann machen Sie das Gleiche mit der Hose auch. Und dann werden Sie überrascht sein, wie gut trockene Blätter isolieren. Einfach, aber genial. Und wenn Sie ein super Profi sind und haben die Ressourcen vor Ort, dann nehmen Sie irgendwelche Pflanzensamen, wie zum Beispiel Rohrkolben oder von Pappeln, diese Wolle, vielleicht kennen Sie das in manchen Städten, da sind ja die ganze Stadtteile voller Pollen von der Pappel. Und Pappelwolle ist eigentlich ein genialer Isolator, der ist fast so gut wie Daune, auch was die feuchtigkeitstransportierende Wirkung etc. betrifft. Und wenn Sie der Glückliche sind und sind irgendwo in einem Wald, wo Pappeln sind und Sie finden das Zeug, dann hauen Sie das eben rein in Ihre Bekleidung. Das isoliert phänomenal gut.
und dann haben sie warm und können vielleicht eine Nacht überstehen. So einfach ist es. Muss man aber wissen. Ja, mein Freund und Kollege John macht hier was ganz Komisches. Er hat eine Rettungsdecke dabei. Rettungsdecken kennen Sie alle aus dem Verbandkasten. Diese 50-Cent-Dinger sind überlebenswichtig. Sollten Sie auch zu Hause haben. Weil das ist eine Investition, die man eigentlich immer anwenden kann. Multifunktionell. Mit so einer Rettungsdecke können Sie Wasser sammeln, können Regen auffangen, können sich vor Kälte schützen und Sie können sich auch taktisch damit bewegen. Dazu komme ich gleich. Wenn man so eine Rettungsdecke benutzt, und das lernt man leider häufig bei Erste-Hilfe-Kursen falsch, also wenn Sie an einen Unfallort kommen und müssen als Ersthelfer Erste-Hilfe leisten, dann machen Sie bitte Folgendes nicht. Wenn da eine leblose Person draußen liegt und Sie müssen die vor Kälte schützen, wickeln Sie diese Person nicht eng in diese Decke ein, sondern legen Sie die Decke lose drüber, sorgen Sie dafür, dass eben Hals und so verschlossen ist, dass keine Wärme flöten geht, weil diese Decke isoliert nicht. Die arbeitet auf dem Reflexionsprinzip. Das heißt, die strahlt die Körperwärme nur zurück. Ein Daunenschlafsack zum Beispiel oder eine Wolldecke, da bilden sich ja ganz viele isolierende Luftschichten drin. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Da können Sie eine Nacht überstehen. Hier ist aber irgendwann Ende. Sonst hätte ja jeder einen Rettungsdeckenschlafsack an der Arktis, gell? Also ein ganz anderes Prinzip. Und wenn Sie jemanden da feste mit einwickeln, dann haben Sie immer Kältebrücken, weil wenn die Rettungsdecke direkt auf der Haut oder an den Gelenken anliegt, geht die Kälte flöten. Warum ist es so? Ganz einfach, können Sie zu Hause ausprobieren. Nehmen Sie mal eine Rettungsdecke und halten die über die heiße Herdplatte im Abstand von 10 cm. Wenn Sie dann die Hand da drauflegen, also auf die Rettungsdecke von oben, kommt fast keine Wärme von der Herdplatte durch. Legen Sie aber die Rettungsdecke direkt auf die Herdplatte drauf und fassen die an. Ja, dann haben Sie eine Verbrennung. Und das gleiche Prinzip haben wir, wenn es um Kälteisolation geht. Wenn Sie einen Verletzten einwickeln, was schon schlecht ist, komplett eng, und legen den noch auf den Teer oder auf den Asphalt, dann zieht der Boden dem Verletzten die ganze Körperwärme raus und dann unterkühlt er auch. Sie müssen also eine Unterlage schaffen, eine andere Decke drunter legen, eine Jacke oder Laub oder irgendwas. Und dann macht diese Rettungsdecke auch Sinn. Klar? Gut. Wenn Sie im Gebirge unterwegs sind, dann kann was ganz Blödes passieren. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, aber es ist wirklich so. Wenn Sie im Gebirge einen Notfall erleiden und werden von der Bergwacht gesucht und Sie mümmeln sich in eine Rettungsdecke ein, dann kann das passieren, dass der Hubschrauber über Sie drüber fliegt und mit dem Wärmebildgerät nicht findet, also Sie nicht findet. Warum ist es so? Ganz einfach. Diese Rettungsdecke, die lenkt diese Strahlung von der Wärmebildkamera ab, die geht nicht da durch und ihre Hitzesignatur wird nicht erkannt. Wenn Sie also jetzt irgendwas Böses vorhätten mit irgendeiner Bank und würden hier im Bayerischen Wald verschwinden, wäre das eine Option, dass Sie vielleicht unerkannt bleiben, ohne jetzt irgendwelche Ideen zu schüren. Also Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ja? Eine Rettungsdecke kann also auch Ihr Leben gefährden, wenn Sie diese eben über den ganzen Körper drüber machen, also das Köpfchen sollte dann schon noch frei sein. Nur mal, dass Sie das wissen. Okay, also dennoch ist sie Bestandteil eines guten, krisenfesten Haushaltes und vor allem Bestandteil eines Fluchtrucksacks. Egal, ob für 72 Stunden oder für länger. So, was macht der Kollege John da? Ganz einfach, der hat die Rettungsdecke um sich drum gewickelt. Und wenn Sie draußen oder zu Hause glücklicher Besitzer eines Teelichts sind oder einer anderen Wärmequelle, ein Grablicht oder sonstiges, dann können Sie die Rettungsdecke über sich legen, stellen das Teelicht vor sich. Geht das mit dem Ton? Okay. Ich mache es jetzt nur mal im Schnelldurchgang. Wenn Sie die Rettungsdecke jetzt komplett um sich drum legen und machen die dicht, dass hier keine Luft mehr rauskommt und am Boden, dass sie wirklich plan auf dem Boden aufliegt und sie hocken so über der Kerze, dann werden sie sich wundern, wie viel Hitze da entsteht. Und wenn sie so einen kleinen Spirituskocher haben, machen den an oder sie machen eine dicke, fette Kerze an, dann können sie selbst im Gebirge bei Minusgraden da drin eine Temperatur von 17, 18 Grad erzeugen. Das ist brutal, das ist die perfekte Heizung. Sie können natürlich auch einen Müllsack nehmen, Sie können einen Poncho nehmen, Sie können einen Tarp nehmen. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und das sind einfache Überlebenstechniken, die man zum Beispiel bei meinen Kursen lernt. Die man aber eigentlich auch in der Schule lernen sollte, weil es ja ums Überleben geht. Schule des Lebens müsste das eigentlich sein. Gut. Jetzt haken wir mal die Wärme ab. Können wir noch? Gut, danke.
Nächster wichtiger Punkt zum Überleben. Also wir haben jetzt die Wärme. Das ist die erste Priorität, die hier für Sie in Deutschland, Schweiz, Österreich wichtig ist zum Überleben. Sie überleben vielleicht keine einzige Nacht, wenn es eisekalt ist. Aber ohne Wasser überleben Sie 3 oder mehr Tage. Ohne Nahrung überleben Sie 30 bis 60 Tage. Aber die Kälte killt Sie bereits nach einer Nacht, wenn es zu intensiv wird. Das heißt, das ist das Erste, worum ich mich kümmere. Und darauf sollte auch die häusliche Krisenvorsorge aufgebaut sein. Das heißt, ich muss zu Hause eine Heizmöglichkeit haben. Ich brauche Decken, Schlafsack, richtige Bekleidung. Und dann bin ich sicher. Und genauso verhält sich das draußen. Kälte killen. So, das Zweite ist Wasser. Der menschliche Organismus, habe ich ja vorhin gesagt, braucht eine gewisse Menge Wasser. Und glauben Sie nicht, dass Sie in der Krise immer sauberes Wasser vorfinden. Sie können nicht, das ist vielleicht ein Wunschdenken, aber Sie können nicht in Deutschland überall hingehen, den Mund hinhalten, das Wasser irgendwo aus Pfützen oder Bächen raussaugen. Wir haben zwar eine gute Wasserqualität, aber in Gewässern befinden sich krankmachende Mikroorganismen, die Sie schwer krank machen können oder noch schlimmer, die Sie sogar draußen killen können. Und was die meisten Menschen nicht wissen und auch immer ein bisschen verharmlosen, ist die Tatsache, dass Sie bereits bei einem leichten Brechdurchfall in einer lebensbedrohlichen Situation draußen sind. Sie haben eine falsche Pflanze gegessen oder Sie haben Wasser nicht richtig aufbereitet, egal ob jetzt beim Trekking oder in der Krise. Ein paar Mikroorganismen können dafür sorgen, dass Sie einen Brechdurchfall bekommen und jetzt haben Sie ein Problem. Es kommt erst oben raus, dann kommt es hinten raus oder hinten und oben oder hinten und oben gleichzeitig. Und das ist für Sie kritisch, denn das, was rauskommt, können Sie nicht mehr zuführen. Sie haben A, einen riesigen Wasserverlust, den Sie eigentlich kompensieren müssten, können Sie aber nicht, weil wenn Sie Wasser oder Tee nachtrinken, brechen Sie das ja sofort wieder raus. Außerdem haben Sie einen riesigen Mineralverlust. Die Elektrolyte verschwinden aus Ihrem Körper, der osmotische Druck in den Zellen kollabiert. Ja, und Sie sind bald tot. Das geht ratzfatz, je nachdem, wie stark Ihr Brechdurchfall ist. Und bilden Sie sich nicht ein, wenn Sie einen Arzt dabei haben oder einen Sanitäter, dass der Ihnen helfen kann. Der Einzige oder die Einzigen, die Ihnen in so einer Situation helfen kann, ist eine Klinik, in der Sie eine Infusion bekommen und über die Blutbahn eben Flüssigkeit und Elektrolyte nochmal zugeführt bekommen. Alles andere ist für Sie tödlich. Und nur deswegen, weil ich vielleicht ein kleines Wasser nicht richtig aufbereitet habe. Und daher ist es wichtig, dass Sie bei der häuslichen Krisenvorsorge nicht Wasser durch Sand filtern, weil wir haben verschiedene Mikroorganismen, die sind so klein, die juckt es gar nicht, ob die durch Sand laufen oder nicht, die gehen immer mit durch. Sie müssen Wasser entweder erhitzen, dann ist es von biologischen, krankmachenden Mikroorganismen frei, Chemie und Schwermetalle bleiben natürlich drin. Und danach noch idealerweise durch eine Filtermembrane jagen. Und da muss man auch aufpassen, muss man sich auch auskennen. Hier haben wir eine billige Lösung, 20 Euro kostet so ein Ding, sollte in jedem krisenfesten Haushalt sein. Ist jetzt leider eine Marke, heißt ja auch wirklich so, Life Straw. Das ist nichts anderes als ein Wasserfilterstrohhalm sozusagen, ein überdimensionaler. Den halte ich in Schmutzwasser rein, das kann eine ganz verdreckte Pfütze sein oder klares Wasser, spielt gar keine Rolle. Und da ist eine mikroporöse Kunststoffvorrichtung drin, die so klein ist, dass die, also wenn das die Poren sind, dass die krankmachenden Mikroorganismen in diesem Filterelement hängen bleiben. Viele, nicht alle, und dadurch Wasser genießbar wird. Und so können Sie die meisten Gewässer trinken. Außer Wasser, was chemische Rückstände hat oder Schwermetalle und Wasser mit einem hohen Virenanteil. Viren haben das Problem, die sind ziemlich klein, das sind die kleinsten krankmachenden Mikroorganismen und die schwupsen durch so einen Wasserfilter durch. Deswegen müsste man, wenn man es fachlich richtig betrachtet, das Wasser nach dieser Filtrierung nochmal kurz erhitzen. Da Viren sich aber jetzt immer im Getümmel irgendwo dranhaften und im Verbund auftreten, also die schwimmen selten allein im Wasser rum, kann es schon sein, dass dieser Filter die Virenanzahl reduziert, aber manche Viren, da genügen schon Kleinstmengen und dann habe ich das Problem. Und in der Krise ist ja vielleicht die Infrastruktur kaputt, wir haben vielleicht irgendwelche Pandemien aufgrund mangelnder Hygiene und da brauche ich mindestens so ein Ding und besser ist es, wenn ich mir zu Hause eine Wasserfilterpumpe zulege mit so einer Keramikmembran mit einem Aktivkohlezusatz. Weil dieser Aktivkohlezusatz, also so eine Vorschaltung, da kippt man Aktivkohlepulver rein, nur die Aktivkohle ist imstande, Chemie zu binden, Schwermetalle zu binden und vor allem das Wasser geschmacksneutral zu machen. Wenn Sie mit so einem Ding
ich sage jetzt mal, modriges Pfützenwasser trinken, dann schmeckt das Wasser immer noch modrig. Hauen Sie das durch so eine Wasserfilterpumpe durch, die so eine Keramik hat und einen Aktivkohlevorsatz, dann schmeckt das Wasser neutral. So einfach ist es. Die Aktivkohle muss man aber immer wieder wechseln, die hält nur 300 Durchgänge, da muss ich eine neue Packung reinkippen, aber 300 Liter, Entschuldigung, aber mit 300 Litern komme ich schon ziemlich weit, kann ich schon einige Tage überleben. Gut. Haben Sie Fragen dazu zum Wasser? Bitte? Ja, das ist so ein. Es gibt ja bei den Survivalern so einen Grundsatz, man soll fließende Gewässer stehenden Gewässern vorziehen. Das ist so eine Daumenregel, würde ich mich nie drauf verlassen. Natürlich ist es immer besser, wenn Wasser fließt, weil dann eben durch die Steine eine bessere Reinigung erfolgt. Aber wenn Sie so einen langsamen, fließenden, verdreckten Fluss haben, dann haut dieser Grundsatz zum Beispiel gar nicht hin. Und Sie können das mit bloßem Auge auch gar nicht beurteilen, ob Wasser trinkbar oder nicht trinkbar ist. Weil die Mikroorganismen sehen sie nicht, so klein kann das Auge gar nicht schalten und sie riechen das auch oft gar nicht, ob Wasser kontaminiert ist oder nicht. Und im Zweifelsfall eben immer aufbereiten. Was haben wir hier? Eine PET-Flasche mit Wasser mitten in der Glut. Konarek experimentiert. So können sie Wasser aufbereiten. In meinen Kursen lernt man zum Beispiel, wie man mit Zivilisationsmüll Wasser aufbereitet. Und PET-Flaschen finden Sie mittlerweile überall. Da können Sie auf einer einsamen Insel sein, da warten Sie die Wellen ab des Meeres und dann irgendwann haben Sie da PET-Flaschen liegen. Das ist schlimm. Wenn Sie in die rumänischen Wälder gehen, in die Karpaten, in eine unserer letzten Urwälder, die Rumänen sind da wirklich krass, finden Sie fast immer irgendwo massenweise PET-Flaschen. Nutzen wir aber in der Krise zum Wasser aufbereiten. Das heißt, wenn Sie Schmutzwasser idealerweise durch ein Textil vorher gelaufen, um die groben Trübstoffe rauszufiltern, ein bisschen klarer machen und füllen das in eine PET-Flasche, randvoll bis oben hin, dann können Sie diese PET-Flasche in heiße Glut reinstellen. Der Flasche passiert gar nichts. Es muss aber immer gewährleistet sein, dass die Flasche ganz voll ist und die Flammen und die Glut keinen Bereich mit Luft berühren. Also zum Beispiel der Deckel ist ganz empfindlich, den stellt man immer nach oben. Und dann passiert Folgendes, das Wasser fängt in der Flasche wie in einem Topf an zu kochen und danach können Sie das Wasser genießen. Das ist trinkbar. Sie können auch eine Mülltüte von Ihrem Haushaltsmülleimer, so eine Glasichtding, 20 Liter, können Sie auch in die Glut legen, wenn die komplett mit Wasser gefüllt ist. Da verbrennt nichts, weil das Wasser innen drin, die dünne Wand kühlt und so können Sie das Wasser da drin kochen. Das ist total simpel. Ich weiß, jetzt kommen die Naturverbundenen und die Leute, die auf ihre Gesundheit achten und sagen, ah, da werden ja die Weichmacher ausgespült, höre ich 1000 Mal im Jahr. Also ich kann nur ganz klar sagen, wenn es ums Überleben geht, und Sie brauchen sauberes Wasser, dann sind Ihnen die Weichmacher egal. Weil es geht darum, ein Verdursten abzuwenden. Und das stimmt schon, da in vielen Sachen ist ja Bisphenol A drin, da wachsen einem, glaube ich, Brüste, weil das ja irgendwie so ein mit irgendeinem weiblichen Hormon verwandt ist oder so ähnliche Wirkung erzeugt. Ist mir doch scheißegal. Brüste und Überleben ist doch cool. Also. Gut, also Sie sehen, es ist eine ganz einfache Methode, mit der man Wasser aufbereiten kann. Und das können Sie auch jetzt in Bezug auf das, was Niki Vogt vorhin gesagt hat, in der Stadt machen. Wenn Sie da ein kleines Feuerle irgendwo machen, in einem Hinterhof oder so, können Sie diese Methode natürlich auch anwenden. Müssen Sie nicht im Wald sein. Okay, Fragen dazu? Ja. Meint man, passiert aber nichts. Die Flasche verformt sich ein bisschen. Wenn Sie Profi sind, können Sie das Ding 20 Mal benutzen. Wenn Sie Anfänger sind, dann können Sie es 2 Mal benutzen. Die verformt sich ein bisschen. Manchmal bläht sich auch der Deckel ein bisschen auf, aber es platzt gar nichts. Also Sie haben keine Gefahr. Da spritzt doch kein heißes Wasser raus. Wenn Sie die ordentlich reinstellen, passiert gar nichts. Machen Sie es aber bitte nicht mit Mineralwasser, gell? Muss man vorsichtig sein. Also ich spreche hier von normalem H2O. Ohne Mampf kein Kampf, gell? Wir Männer können Liedchen davon singen, man muss ja draußen was essen und Sie brauchen in einem gescheiten Fluchtgepäck natürlich auch Nahrung, Spezialnahrung, da eignet sich auch nicht jedes Produkt, weil Sie haben immer ein Problem, Sie müssen Spagat eingehen zwischen Volumen, Packvolumen, zwischen Gewicht und Kalorienmenge, die diese Nahrung hergibt. Und ist ein Faktor ungünstig, ist es für Sie direkt doof.
Es bringt ihnen nichts, wenn sie hochkalorienreiche Nahrung mitführen, wenn es aber so ein Kasten ist und 50 Kilo wiegt. Logisch. Es bringt ihnen nichts, wenn sie super kompaktes Astronautenfutter dabei haben, was aber keinen entsprechenden Nährwert hat und ihnen irgendwann zum Hals raushängt. Deswegen muss man da einen Zwischenweg finden. Aber es gibt mittlerweile ganz viel Angebot da auf dem Markt, ganz tolle Nahrung, die auch halbwegs erschwinglich ist und ihren Preis wert ist. Und wenn man das dann noch klug packt, dann kann man eine Menge Nahrung in seinem Gepäck mitführen. Womit Sie sich auch befassen sollten, sind essbare Wildpflanzen. Ich weiß, wir hatten das Thema vorhin schon, aber das ist ja schon ein bisschen spannender, als es jetzt vielleicht so erscheint, weil in einer Überlebenssituation, egal ob wir jetzt Krise haben oder normales Überleben, ist es immer wichtig, dass Sie auf Wurzelwerk gehen, Nüsse und Samen, weil die eben die meisten Kalorien haben. So eine Grünpflanze hat natürlich auch einen gewissen Kalorienanteil, hat Vitamine, Mineralstoffe und alles, was man so braucht, aber die macht eben nur weniger satt. Und wenn Sie sich 10 Haselnüsse reinballern oder 20 Brennnesselblätter, dann sind Sie von den Haselnüssen eher satt als von den Brennnesselblättern. Das dürfte ja logisch sein. Und Sie haben natürlich auch eine viel größere Energiedichte und Sie brauchen draußen mehr Kalorien als im normalen Leben. Wenn es draußen 5 Grad hat und Sie sind den ganzen Tag draußen und Sie frieren ein bisschen, da ballert Ihr Körper die Kalorien nur so weg und Sie müssen ständig nachführen. Das ist Wahnsinn, was man im Winter oder welchen Kalorienverbrauch man im Winter hat. Und bei extremer Kälte, wenn Sie sich ein bisschen noch bewegen draußen, ist es schnell im Unermesslichen. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie sich richtig intensiv mit Wildpflanzen befassen. Es ist nicht damit getan, dass Sie wissen, was eine Brennnessel ist. Natürlich ist es gut und die Brennnessel ist ja auch super, keine Frage. Aber Sie sollten sich schon ein bisschen spezialisieren, mal irgendwo eine Kräuterwanderung bei einer Volkshochschule mitmachen oder so, weil das ist ganz spannend, das kann Ihr Überleben sichern. Und es gibt viele Pflanzen und Wurzeln, die Sie auch das ganze Jahr über bei geschlossener Schneedecke finden. Wo Sie im Sommer vielleicht den Standort gesehen haben oder einfach auf gut Glück graben, weil Sie denken, die Vegetation hier könnte passen, die und die Pflanze könnte ich da vorfinden. Wenn man dieses Wissen hat, kann man auch sein Überleben sichern. Beispiel Bärlauch. Jeder kennt Bärlauch von Ihnen, oder? Und die meisten, jetzt mal ehrlich, verwenden ja von Ihnen nur die Blätter und die Stängel, oder? Sehen Sie, da fängt es schon an. Das viel Geilere am Bärlauch sind die Knollen, weil die Knollen finden Sie das ganze Jahr über. Die sind wie Zwiebeln, so kleine, so langgezogen. Und die sind das ganze Jahr über extrem männlich scharf. Da können Sie Pesto draus machen, die sind hochgesund, die speichern Vitamin C und Zucker ein. Sie haben also Energie. Und die finden Sie auch unter geschlossener Schneedecke. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie wissen, wo der Bärlauch vorher gestanden ist. Und das ist das, was man wissen muss. Alles andere ist Firlefanz. Nur, ganz wichtig, es ist nicht damit getan, dass Sie mal ein Buch lesen. Weil wir haben in Deutschland die giftigste Pflanze Europas, den blauen Eisenhut und den Wolfseisenhut. Und manche Teile dieser Pflanze sind so stark giftig, da genügt eine geringe Konzentration und Sie sterben einen ekelhaften Krampftod. Ich habe mal so einen medizinischen Bericht von so einer Behandlung gelesen, wo eine Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit Symptomen. Da wird Ihnen ganz anders, wenn Sie das lesen. Da müssen Sie aufpassen. Und wir haben viele Giftpflanzen hier bei uns. Wir haben ja circa 1200 ungefähr essbare Wildpflanzen in Deutschland. Das ist schon eine große Anzahl. Und wir haben aber auch viele Pflanzen, die Sie zum Beispiel anfassen und Sie bekommen eine Kontaktdermatitis. Kann in der Notaufnahme enden. Wenn Sie den Riesenbärenklau, die Herkulesstaude, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie den anfassen und Sie ein bisschen zart besaitet sind und Sonnenlicht kommt auf Ihre Haut, dann werden diese Furanokumarine da drin, die reagieren phototoxisch und Sie bekommen voll die fetten Quaddeln auf der Hand. Das ist wie eine Verbrennung. Und das wird sogar eine Verbrennung zweiten Grades, wenn Sie das nicht behandeln. Also Sie sehen, man muss schon wissen, was man anfasst und was nicht. Und manche Gifte werden eben auch über die Haut übertragen. Und das ist ganz tückisch. Weil, wenn ich mit irgendwelchen Pflanzen hantiere, kann das sein, dass das Gift über die Haut in den Organismus kommt und ich schon erste Vergiftungserscheinungen habe. Nur weil ich an irgendwelchen Pflänzchen rumgefummelt habe. Also man muss sich da schon ein bisschen tiefer einarbeiten. Aber wenn man das weiß, und das kann jeder lernen in einer gewissen Form, man muss ja nicht 100 Pflanzen kennen, aber wenn Sie die 20 wichtigsten Sachen können, dann sichern Sie Ihre Überlebenschancen. So einfach ist die Rechnung. Ja, Fragen zur Nahrung? Zur Ernährung draußen. Gut. Dann erzähle ich Ihnen noch eine Viertelstunde so allgemeiner Kram oder soll ich eher Fragen beantworten? Gut. Was haben wir denn hier?
Harz, ja. Baumharz ist phänomenal gut. Das hat so einen breiten Anwendungsbereich, dass Sie staunen werden. Wenn Sie Baumharz irgendwo finden, und spielt keine Rolle, ob Krise oder keine Krise, und nehmen diesen Harz und machen das zum Beispiel in ein Schneckenhaus rein oder in irgendein anderes Behältnis, stecken ein kleines Stückchen Holz rein, zünden es an, dann haben Sie eine Kerze, die eine halbe Stunde oder länger brennt. So hat man früher seine Stube hell gemacht. Also Harz ist ja brennbar, und wenn Sie da ein gutes Dochtmaterial finden, es können Samen sein oder manche Hölzer eignen sich da sehr gut, einfach anzünden und dann haben Sie Licht. So, wenn einem also an der Krise mal das Licht ausgeht, wäre das eine Variante, um auch zu Hause die gemütliche Stube hell zu machen. Was kann Harz noch? Wie man es in vielen Survival-Büchern liest, dass man Harz essen kann, bin ich jetzt nicht so ein Freund von, weil ich habe mal Harz gegessen, habe drauf rumgekaut. Ich habe jetzt nur eine Blombe im Mund, aber die hat es dann natürlich gekostet. Und es war auch ziemlich blöd, weil dieses Harz hält sich Wochen bis Tage lang zwischen ihren Zähnen. Und ich war irgendwann so verzweifelt, musste dann zum Zahnarzt, professionelle Zahnreinigung, und dann erklären sie mal der gut aussehenden jungen Frau, was sie vorher da fabriziert haben. Ja, ziemlich unmännlich, sage ich mal. Ja, was Sie machen können, ist Harz lutschen. Das ist fachlich komplett richtig. Das ist durch die ätherischen Öle da drin auch gar nicht schlecht, wenn Sie irgendwelche Sachen an der Lunge haben, Erkältungskrankheiten, irgendwelche Infekte. Aber kauen Sie bitte nicht drauf rum. Sie können aber, und das hat man nachgewiesen in der experimentellen Archäologie, Sie können Harz nehmen, um kurzzeitig eine Blombe zu ersetzen oder eine Füllung. Aber wollen wir jetzt nicht tiefer in die Materie gehen. Was ist noch geil an Harz? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ganz tolle Gore-Tex-Jacke, 400 Euro, die mit der Tatze, und rennen ganz selbstbewusst und stolz hier durch den, rennen ganz stolz hier durch den Bayerischen Wald und bleiben irgendwo an einem Ast hängen und Ihnen reißt hier voll den Ärmel auf. Sie haben da einen typischen Haken drin. Jetzt fängt es noch unglücklicherweise an zu regnen, Gore-Tex-Membran ist durch, die Jacke ist durch, jetzt werden Sie nass. Wenn Sie doof sind, in Anführungsstrichen, marschieren Sie so weiter. Wenn Sie klug sind, suchen Sie sich einen Harzbaum, schmieren sich das Harz drauf, machen es vorher weich mit Feuer und damit können Sie dann Ihre Jacke nochmal abdichten, die ist wasserdicht. Genau das Gleiche ist, wenn Sie draußen im Zelt unterwegs sind und Sie haben ein Loch im Zelt, ein kleines, wo es reinregnet, dann dichten Sie eben das Zelt wieder mit dem Harz ab. Also ein toller Werkstoff. Sie können auch, Entschuldigung, muss kurz was trinken, meine Stimme versagt. Sie können auch mit Harz Sachen kleben. Harz ist ein idealer Klebstoff. Und wenn Sie draußen irgendwelche Hölzer zusammenkleben möchten oder in Ihrer Wohnung, weil eben der Klebstoff in der Krise ausgegangen ist, können Sie auf Harz zurückgreifen. Und da sage ich doch, für kostenlos gar nicht schlecht. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Sie konnten ein bisschen Wissen mitnehmen. Wer einen Infoflyer möchte oder meine Visitenkarte, kann sie hier gerne bekommen. Ansonsten saveyourlife.de, meine Webseite, und ich stehe Ihnen natürlich noch nach dem Vortrag gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Großer Andrang bei der Premiere unseres neuen Films Rammstein – Das letzte Gefecht. Die Organisatoren der Menschenkette gegen die Drohnenmorde zogen eine gemischte Bilanz. Gegen den Stützpunkt demonstrierten mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Das Union-Kino in Kaiserslautern wurde zur Premiere unseres Films Rammstein – Das letzte Gefecht überwiegend von alteingesessenen Friedensaktivisten aus der Region besucht. Viele waren aber auch aus anderen Bundesländern angereist. In der örtlichen Versöhnungskirche gaben sich die Gastredner nach der Vorstellung kämpferisch. Moralische Unterstützung für die Kampagne Stopp Rammstein gab es diesmal von ganz oben. Ex-Staatssekretär Willi Wimmer berichtete in seiner Rede, die katholische Kirche in Deutschland habe ihn in einem Brief für seinen Auftritt in Kaiserslautern zusätzlich Mut gemacht. Die Kirchen halten sich im Verhältnis Deutschland zu USA in der Öffentlichkeit lieber zurück. Und meine Damen und Herren, ja, mir ist es komisch geworden, weil es in diesem Brief zum Ausdruck gebracht wurde, in welcher Situation wir uns befinden. Man schrieb mir, dass man die Veranstaltung heute Abend in Rammstein vor Augen habe. Und ich solle wissen,
dass man an mich denkt. Ja, meine Damen und Herren, wenn das aus der Führungsetage der römischen Kirche kommt, mit diesen Formulierungen, dann wird da sehr subtil zum Ausdruck gebracht, wie man die Wirklichkeit in unserem Land empfindet. Und meine Damen und Herren, das unterscheidet uns von einem freien Land, was Willy Brandt gewollt hat und in dem wir groß geworden sind, und dass wir nicht kampflos verlassen werden. Willy Brandts Ex-Wahlkampfmanager Albrecht Müller forderte die Bundesregierung auf, unser Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gründlich zu prüfen und neu zu bewerten. Abgesehen davon bin ich dafür, dass wir uns dass wir die USA einladen, mitzumachen bei einer Politik ohne Konfrontation. Der andere Schritt wäre die Befreiung aus der US-amerikanischen Vormundschaft. Die US-Friedensaktivistin Elsa Rasbach glaubt, dass von einer von Deutschland verfügten Schließung der SATCOM-Relaisstation auf der Ramstein Airbase ein weltweites Signal zur Beendigung des Drohnenkriegs ausgehen könnte. In den USA hat die Friedensbewegung unter extremen staatlichen Repressionen zu leiden. Voller Hoffnung schaut man dort auf die Deutschen. Die Amerikaner denken nicht daran, die Drohnenmorde zu beenden. Also wir in den USA sehen unsere große Chance eigentlich in was hier in Deutschland passiert. Wir hoffen, dass ihr das stoppt, weil wir können es in unserem Kongress und in unseren Gerichten nicht stoppen. The Donald Trump oder Hillary Clinton oder Bernie Sanders, die haben alle offen gesagt, dass sie das weitermachen wollen. Und deswegen ist es besonders wichtig, was hier in Deutschland und in Europa passiert. Weil in Europa ist eine ganz andere Fassung. Sogar die Große Koalition hat in ihren Vertrag im November 2013 den Satz, extralegale Tötungen lehnen wir kategorisch ab. Und das ist auch so, dass das Europäische Parlament eine Resolution im Februar 2014 verabschiedet hat, die auch sagt, dass die empfiehlt den Mitgliedstaaten, extralegale Tötungen zu verbieten und auch wenn dritte Länder, also das heißt USA, das auf dem Boden von den europäischen Mitgliedstaaten was machen, das muss auch verboten werden und sogar strafrechtlich verfolgt werden. Von einer Strafverfolgung extralegaler Tötungen ist man in Deutschland noch Lichtjahre entfernt. Der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern hat eine Ahnung, woran das liegt. So, es ist klar und deutlich, dass die Bundesregierung ist unter Druck, wie gewöhnlich. Nicht zu sehen, nicht zu sagen. Und das ist aber peinlich, weil es geht um Krieg. Es geht um ein illegaler Krieg. Wer durch Drohnen getötet werden soll und wer nicht, entscheidet Barack Obama in seinen täglichen Geheimdienstbriefings. Ray McGovern weiß, wie diese Entscheidung bei dem US-Präsidenten zustande kommen. Wir wählen die Targets und dann wir sagen zum Präsidenten, was halten Sie davon, diese 5 auf der Liste für diese Woche? Und er sagte, also dieser Kerl Ahmed, ist der der Mann, der Sie gestern erzählt mir, der hat 5 Kinder? Ja, aber wir sahen ihn in einem Lokal, wer wir wissen, Terroristen besuchen. Herr Präsident, ich bin nicht sicher. Vielleicht, ja, wählen wir diese 4 und wir moven 6 ab. Wir töten diese 5 und wir diskutieren nächste Woche über Ahmed nochmal. Und verzeihen Sie, ich musste unterzeichnen und ich habe Mittagessen mit Michel. Einen umfassenden Überblick über die grundgesetzwidrigen Drohnenmorde gibt es in Ramstein, das letzte Gefecht,
Im Berliner Kino Babylon wird der Film am 13. Juli zum ersten Mal gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Den Film gibt es ab sofort auf DVD im Nuviso Shop. Und für alle Nuviso Premium-Abonnenten natürlich auch in voller Länge auf unserer Webseite.